Nächste auf unserer Rednerliste ist für die Fraktion der Sozialdemokraten unser Kollege Rolf Schwanitz. Bitte schön, Kollege Rolf Schwanitz. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Möglichkeiten, kritische Anmerkungen zum Einzelplan von Frau Ministerin Schröder zu machen, sind schier unerschöpflich. Ich will mich hier auf drei Anmerkungen heute begrenzen und beschränken. Als allererstes ein paar Bemerkungen zur vorgelegten Finanzplanung 2012 bis 2015. Das, was hier abgebildet wird, ist das, was man in der Wirtschaft einen Offenbarungseid nennt. Der Etat für Familien, Frauen, Senioren und Jugend gehört zu den Einzelplänen im Bundeshaushalt mit den geringsten Zuwächsen auf dieser Vierjahresleiste. Gegenüber den Eckwerten im März, das war ja jetzt ein neues Aufstellungsverfahren, den Eckwerten im März, die damals verbindlich ausgegeben worden sind, ist der gesamte Plafond noch mal um 30 Millionen Euro nach unten gegangen für 2012. Obwohl der Gesamthaushalt mehr Steuereinnahmen hat, obwohl die Nettokreditaufnahme noch mal gelockert worden ist, wird hier im Einzelplan 17 die Schraube noch mal angezogen. Die Eckwerte für den März sahen vor, jetzt sieht die Finanzplanung vor gegenüber den Eckwerten minus 30 Millionen Euro 2012, minus 31 Millionen 2013, minus 32 Millionen 2014, minus 33 Millionen 2015. Die Ausgaben des Bundeshaushalts insgesamt steigen in dem Zeitraum 2012 bis 2015 im Jahresdurchschnitt fünfmal so groß und so stark wie der Einzelplan 17. Das zeigt, der Einzelplan 17 ist Verliererhaushalt und welchen Stellenwert das Thema bei Ihnen hat. Zweite Bemerkung, die ich machen will, ist eine Kritik der Passivität der Ministerin und des Ministeriums bezogen auf das Thema Rechtsanspruch bei der Kinderbetreuung. Das Kinderförderungsgesetz, klar, hat den Anspruch formuliert, 2013 für Kinder ab 1 einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Das ist eigentlich die wichtigste politische Aufgabe, die die Ministerin aus der Zeit der Großen Koalition mitbekommen hat. Und wir wissen längst, dass die Angebotsquote von 35% in höchstem Maße gefährdet ist. Wir wissen, dass die Bedarfssätze in den insbesondere städtischen Bereichen mit hoher Wahrscheinlichkeit weit darüber hinausgehen werden. Die Bundesministerin verweigert eine realitätsbezogene Bedarfsermittlung. Sie schiebt den schwarzen Peter quasi in die Länder- und kommunale Ebene hinein. Die Bundesministerin hat mindestens eine Mitverantwortung für die Erfüllung dieses Auftrages, wenn nicht mehr, meine Damen und Herren. Stattdessen gefährdet diese Vogelstrauß-Politik den Rechtsanspruch 2013. Und ich sage ausdrücklich, das wird der zentrale Prüfstein werden, an denen wir die politische Leistung dieser Ministerin messen werden, meine Damen und Herren. Die dritte Bemerkung, und das kann ich mir nach all diesen anderslautenden Einschätzungen aus der Koalition nicht ersparen, ist eine Bemerkung dazu, was Sie eigentlich angestellt haben beim Übergang vom Zivildienst zum Bundesfreiwilligendienst. Wir haben als Sozialdemokraten, andere auch, aber wir haben als Sozialdemokraten auch gewarnt vor dem Weg, den Sie gegangen sind. Wir haben gewarnt davor, dass Doppelstrukturen nicht aufgebaut werden sollen. Und wir haben gesagt, das ist eine Chance, den Freiwilligendienst, den wirklich bewährten Freiwilligendienst der Länder zu stärken. Und diese Chance sollte genutzt werden. Sie haben diese Warnungen ignoriert. Sie haben Bürokratien konserviert in Ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie haben Doppelstrukturen geschaffen. Und Sie haben den Bundesfreiwilligendienst schlampig vorbereitet und eingeführt, übers Knie gebrochen. Sogar zum Schluss haben Sie vor einem Angriff auf den Freiwilligendienst der Länder nicht zurückgeschreckt, meine Damen und Herren. Die Zwangsquote 2:3 bei der Förderung des Freiwilligendienstes ist zunächst eine Erpressung der Träger des Freiwilligendienstes. Nichts anderes, meine Damen und Herren.
Die Krönung aber, finde ich, ist, dass das Ministerium dann noch ein Muster für einen Änderungsvertrag zur Verfügung gestellt hat, damit bereits abgeschlossene Freiwilligendienstverträge quasi in Bufdi-Verträge umgewandelt werden können. Meine Damen und Herren, hier haben sich, das muss man sich noch mal genau überlegen, hier haben sich junge Leute freiwillig entschlossen, einen Freiwilligendienst zu machen. Und sie haben dazu ein Vertragsverhältnis eingegangen. Und sie geben Anweisungen und Musterverträge dafür, dass die jungen Leute genötigt werden, einen Änderungsvertrag abzuschließen, weil ihr Bundesfreiwilligendienst sich als ein Flop entwickelt hat. Das ist eine Sauerei. Und das widerspricht dem Grundgedanken des Freiwilligendienstes schlechthin. Ich will zum Schluss noch mal auch noch eine Bemerkung zur Bürokratie machen beim Bundesfreiwilligendienst. Sie haben 3 Monate lang gebraucht. Wir haben im Haushaltsausschuss über alle Fraktionen hinweg beschlossen, Sie sollen einen Bericht vorlegen über die Abwicklung, über die Gestaltung des Bundesamtes. Wie geht das weiter? Sie haben 3 Monate lang zunächst erst einmal nicht geliefert, dann haben Sie geliefert. Der Bundesrechnungshof hat das Ganze kommentiert und hat das faktisch in der Luft zerrissen, meine Damen und Herren. Faktisch zerrissen. Es ist nicht nur so, dass der Bundesfreiwilligendienst an sich als Flop entwickelt hat, sondern Sie haben dafür eine Bürokratie vorgesehen in Ihrem Ministerium und im Bundesamt für Zivildienst, zivilgesellschaftliche Aufgaben. Man muss sich daran ja erst mal gewöhnen. Das spottet jeder Beschreibung, meine Damen und Herren. Da werden Aufgaben künstlich aufgebläht. Da werden sachfremde Aufgaben zugeordnet. Über 50 Personen wissen noch gar nicht, was sie machen sollen bis heute. Da werden Dinge kreuz und quer, ohne dass da irgendein roter Faden noch zu erkennen ist, in diesem Kräuteramt organisiert. Und darüber, sage ich Ihnen, werden wir sehr, sehr kritisch im Haushaltsausschuss auch noch zu reden haben. Übrigens, der Name Kräuteramt, der etabliert sich bei uns in der Fraktion langsam nicht wegen dem Namen des Vorgesetzten an der Stelle, sondern weil die Aufgaben schlicht und einfach an Kraut und Rüben erinnern und keinerlei roten Faden mehr haben, meine Damen und Herren. Also der Gestaltungsauftrag ist völlig in den Sand gesetzt worden, und das werden wir in den nächsten Wochen ordentlich kritisch auseinandernehmen und mit Änderungsanträgen versehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt der nächste Redner auf unserer Liste.